Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar handelt es sich dieses Mal um The Walking Dead. Ein Spiel, was ich eigentlich nicht als Let's Play spielen wollte, sondern eher privat, weil es mehr auf der emotionalen Ebene so herrscht. Aber nachdem ich nun Life is Strange in mindestens 2 Episoden zu diesem Zeitpunkt gespielt habe, habe ich mich entschieden, dass ich dieses tolle Spiel auch auf jeden Fall mit euch teilen möchte. Und ich habe es auch noch nicht komplett durch. Ich habe es bei niemandem geschaut und ich habe selbst nur die erste Episode mit DLCs durchgespielt und ich glaube von Season 2 den Anfang ein bisschen, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich erinnere mich auch nicht so wirklich daran. Deshalb würde ich sagen, sind das die besten Voraussetzungen, um das Spiel nochmal komplett mit euch durchzuspielen. Deshalb wundert euch bitte nicht, wenn ich an manchen Stellen schon weiß, was eventuell geschehen kann und dementsprechend handle. Aber wie ihr hier schon seht, das erste Spiel bin ich auf jeden Fall schon durch. Ich werde euch aber auf keinen Fall spoilern, keine Sorge, ihr könnt es also trotzdem auch gucken, obwohl ich weiß, was passiert. Ich werde es aber nicht vorher ansagen und wir spielen auf jeden Fall Standard und nicht Minimal, denn wir wollen ein paar Hilfen auf jeden Fall sehen. Ich möchte euch aber nicht mal länger auf die Folter spannen, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach an mit Episode 1, ein neuer Tag. Well, I reckon you didn't do it then. Warum sagst du das? Spielt es wirklich eine Rolle? Du weißt, was man so über die... Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Nicht von mir. Und was meinst du? And what do you say? I say, yep, I know you didn't. We got what looks like a 1091E near Peachtree, exit 285. All cars asked to keep on the lookout for a 91B in the area. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Was meinst du? Du stammst also aus Macon. Wir bleiben auf jeden Fall freundlich. You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Be advised, medical personnel are in the heart of the oak, various... Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. An der Stelle gibt's einen kleinen Defekt mit der Auswahl. Ich würde immer die hier oben wählen. Aber dann sagt er nichts, sondern seufzt nur. Ryan in progress. All officers are available for incoming 217.
You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. Wie wir jetzt schon mitbekommen haben, sind wir... I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming C-1. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Watch out! This other time... So, das erste Mal können wir uns, verwende den rechten Stick, um dich umzuschauen, genau, ein bisschen unabhängig von einem anderen umschauen und umsehen. Und wie wir im Auto mitbekommen haben, sind wir ein junger Mann, den Namen verrate ich uns schon mal, es ist Lee, der mit dem Gesetz ein bisschen in Konflikt gekommen ist, was heißt ein bisschen, ziemlich in Konflikt. Was genau alles passiert ist, werden wir zum späteren Zeitpunkt noch erfahren. Wir schauen uns erstmal die Sachen hier an. Why the hell did he have his gun out? Hey! Hey, officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass das, ich glaube, die dritte Aufnahme ist, die ich gerade starte? Wir befreien uns mal aus dem Auto. Denn bei der ersten Aufnahme ist das Spiel mir irgendwie abgekackt. Bei der zweiten Aufnahme selbst hat Lee, als er gelaufen ist, immer so richtig stark gezittert. Also nicht wirklich einen flüssigen Bewegungsablauf, sondern immer so hin und her gezittert. Und da muss ich das Spiel nochmal neu starten. Und das ist jetzt Version Nummer 3. Ich habe auch komplett nochmal von vorn angefangen, weil ich das qualitativ nicht gut fand. Die erste Folge eines neuen Let's Plays packe ich ja meistens auf die Frontseite. Und da möchte ich, dass das auch gut aussieht. Einer der Gründe übrigens, warum ich damals The Cat Lady nie auf die Frontseite gepackt habe, die habe ich ja aus Versehen im falschen Format aufgenommen und da ich alle Folgen so gut wie am Stück aufgenommen habe, ohne vorher in den Schnitt zu gucken, habe ich das falsche Format komplett bei diesem ganzen Let's Play gehabt, was wirklich schade ist, denn es war ein unglaublich gutes Spiel. Schaut gerne nochmal rein, falls ihr euch nicht an komischen Formaten irgendwie stört. Das Spiel an sich ist wirklich der absolute Hammer. The officer's shotgun is over there. Looks empty. It'll be easier to carry with these cuffs off. Da hier nicht, da. Gut, dann haben wir die Patrone schon mal im Inventar, dass wir immer links hier so ein bisschen aufgereiht sehen.
und schauen doch mal, wie es dem jungen Mann dort hinten geht. Und das meine ich, Lee ist nicht gelaufen, so wie er es jetzt tut, so schleifend, sondern er ist gezittert. Und das war qualitativ nicht sehr hochwertig. Mist. Ja, wir hatten auch nicht wirklich sehr, sehr weit gespielt. Es war also gar nicht so schlimm. Wir waren quasi erst in der zweiten Folge, als das sehr rumgehampelt hat. Oh oh. Okay, zurück. Okay, hier irgendwo kommt die Waffe. Wo ist sie? Guck nicht so, nimm die Waffe. Waffe, los, los, los. Okay, Patrone rein. Nicht fallen lassen. Nimm sie, nimm sie. Okay. Don't make me do this! Wir wurden beobachtet. Help! Go get someone! There's been a shooting! Aber sie verschwindet einfach. Hello? Anybody? Hinten in der Ferne sehen wir, dass es da qualmt oder sowas. Aber ansonsten ist alles relativ leer. Wir könnten dorthin gehen, schauen uns aber erstmal hier hinten um. Oh, ich bin so froh, dass er nicht mehr zittert, sondern normal läuft. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Können wir nichts anschauen? Anybody up there? Help! No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Warum nehmen wir einfach mal an, dort oben wäre jemand drin? Warum sollte er die Leiter unten lassen? Anscheinend ist es ja überall sonst extrem gefährlich. Hier am Zaun ist nichts. Hier kommen wir doch zu diesem Pool, oder? Wenn das überhaupt ein Pool ist, der ist ja nicht unbedingt sehr... Ach, Poolabdeckung. Maybe I'll just go for a dip. Nee. Somebody. Vielleicht Hell, nicht. If you can hear me. Ich weiß gar nicht mehr, bis wohin man überall hingehen konnte. Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Okay. Tun wir doch mal, was er sagt. Den Schlauch können wir nicht nehmen. Da hinten ist nichts. Bevor wir hier irgendwas anfassen, schauen wir erstmal. Okay, wir können nur anfassen. Aber liebe Leute, das machen wir mit Lee nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt Let's Play The Walking Dead. Bis dann. Tschüss.